So, hallo euch allen, da sind wir wieder. Nächste Runde der Madden Ultimate Heroes Offense Serie. Wir spielen diesmal mit Leuten, mit Personal der Pittsburgh Steelers. Deswegen auch der passende Titel dieser Challenge: Heroes of the Steel City. So, wir spielen gegen das Alter Ego, die Black Knights. Diesmal mit Spielern der Carolina Panthers. Wir spielen in Carolina. Da fällt mir gerade, ich glaube, das war der Season Opener dieses Jahr meiner Cowboys ein. Haben wir in Seattle nicht viel Land gesehen. Da hat uns Cam Newton ziemlich auseinandergenommen. Ja, Power Up Your Legend. Ich habe es eben schon erwähnt. Wir haben Deion Sanders endlich geschafft aufzupowern, sodass er uns jetzt als 94er Overall Pick oder Spieler hier zur Verfügung steht. Hat im vergangenen Spiel noch nicht glänzen können gegen die Seahawks. Deswegen bin ich mal gespannt, gerade auf die Returns bin ich gespannt, ob da noch so ein bisschen was geht. Ich muss jetzt natürlich sehen, dass ich noch die Ability ausgerüstet bekomme, aber die kostet Training Points. Vorspann! Da sind meine Jungs. Da sind die Panthers. Luke Kuechly, Quan Short. Die Namen kennt man. So, was haben wir für eine Konstellation? Ich gehe gleich mal in die Einstellungen rein. Wird auch die Uhr stehen. Wir können es mal in Ruhe anschauen. 2.12. Wir liegen 3 Punkte zurück. 14 zu 17. Sind im vierten Quarter. Haben noch 2:24 vor auf der Uhr. Also 24 Sekunden vor der 2-Minute-Warning. Haben noch eine einzige Auszeit. So, das letzte Spiel soll uns eine Lehre gewesen sein. Das heißt, langsam sehen, dass man Yards macht, ohne direkt auf den Touchdown auch zu gehen, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Denn was Russell Wilson letztes Spiel bei uns gemacht hat, das war nicht schön. So, Swaim und Owens sind meine beiden Varianten, die ich habe. Ich halte auch ein Auge auf Elliott im Backfield. Los geht's. Aber eindeutig, da gehe ich auf Owens, der macht ein paar Yards. Und wir haben einen dritten Versuch und 7. Wählen die Slants aus. Kein Spielzug mehr vom 2-Minute-Warning. Dritter und 7. Puh, ein bisschen spannend ist es schon. Gebe ich offen und ehrlich zu, das perlt nicht an einem ab. Wir wählen den Stick-Spielzug aus. Zwei Receiver, die also von der linken Seite aus direkt rüberziehen auf die rechte. Sharp auch noch eine weitere Variante. Und los geht's. Und genau auf diesen Tight End wollte ich werfen. Aber dann crosst sich der Laufweg, also der Laufweg schneidet sich mit dem Receiver, der seine Route laufen wollte. Nicht gut koordiniert, würde ich mal sagen. Wir haben einen vierten Versuch. Da kann man natürlich komplett in die Suggestions hineingreifen. Mit allem, was da geht. Vierter Versuch heißt 4 Verticals. So, ich habe ein Auge auf Sharp, der wäre mir am allerliebsten. Owens ist auch eine Variante. Los geht's. Lücke. Da laufen wir doch rein und machen das First Down. Ich konnte nicht mehr sliden. Er hat den Ball aber festgehalten. Neuer erster Versuch. Dak Prescotts Lauffähigkeiten halten hier den Drive am Leben. So, wir haben einen neuen ersten Versuch. Und Dig and Go. Elliott und Sharp als mögliche Receiver. Wir sind über die Mittellinie. Los geht's. Elliott, da habe ich nach dem Cut, sah man schon, da wird er frei sein. Da konnte ich den Ball wunderbar dahinlegen. Zweiter und Inches. So, dann werden wir. Oh, ein Skinny Pose. Den habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Den mag ich eigentlich sehr gerne. Straf mich jetzt so ein bisschen Lügen, weil passt ja normalerweise eigentlich für guten Raumgewinn da sind. Ist aber abhängig davon, was die Safeties bzw. Cornerbacks machen. Wir schauen uns das mal an. Da ist Owens frei. Hinten war kein Safety. Auch der Cornerback hat es nicht nach hinten gezogen. Dadurch war er frei und ich konnte wunderbar in diese Lücke hineinwerfen. Level Sail. Wir haben noch 53 Sekunden auf der Uhr. Die
landen Black Knights, nehmen keine Auszeit. Das ist ziemlich dumm von ihnen, weil sie haben ja noch zwei Stück. Da lasse ich die Uhr noch ein bisschen weiter runterlaufen. Weil wir haben jetzt, gerade auch mit dem Spielzug, den wir ausgewählt haben, die Möglichkeit, den Touchdown zu erzielen. Sollte Sharp frei sein. So, los geht's. Sharp ist frei, ich riskier's. Touchdown Sharp. Und wir liegen mit 3 Punkten in Führung. Jetzt haben nämlich die London Black Knights nicht mehr viele Sekunden auf der Uhr. So, und bei dem Spielstand ist es jetzt so, wenn der PET klappt, windig ist es hier. Und das hat er. Sind es 4 Punkte Rückstand. Das heißt, ein Field Goal bringt nichts. Das muss auch Ron Rivera einsehen, der Coach der Panthers. Das fällt mir schwer, immer zu solchen Leuten dann Black Knight zu sagen. Sie haben noch 2 Auszeiten, müssen einen Touchdown erzielen und starten an der 24-Yard-Linie. So, an der 25 geht's los. Habt ihr gut prognostiziert, was die Starting Field Position angeht. So, wir stellen unsere Defense schnell ein. Papa. Ja, wir gehen sofort in die Verhinderung eines Hail Marys. Gehe ich konform mit meinem Coach, finde ich gut. First and 10. Sofort der lange Pass. Und der wurde auch sofort intercepted. Ich glaube, Walls war's. Gut, am Return müssen wir noch arbeiten, gebe ich offen und ehrlich zu. Aber wir haben den Ball. So, jetzt können sie noch die beiden Auszeiten nehmen. Wir laufen ein bisschen durch die Mitte. Werden den Ball gut festhalten. Normalerweise würde ich hier nicht durch die Mitte laufen, wenn ich das sehe. Zu viele Spieler dort in der Box. Ein Missverhältnis, was die Vorblocker angeht. Aber mir geht es jetzt nur um die Uhr. Nur 8 Sekunden auf der Uhr. Das war die eine Auszeit. Eine haben sie jetzt noch. Die werden wir ihnen jetzt. Holen. So, gleiches Spielzug wieder. Wir laufen wieder durch die Mitte. Wieder ist alles zu. Wir kommen nicht weit, aber bupp, da haben wir ihn das letzte Timeout aus der Tasche gezogen. 3. Jetzt können sie die Uhr nicht mehr anhalten. Das heißt, lauf durch die Mitte und danach ist das Spiel vorbei. Siehe, Cam Newton ist kein Russell Wilson. Carolina ist nicht Seattle. Und wir haben das Spiel gewonnen. 21-17. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.